Willkommen zum Webinar zur Lastkombinatorik. Mein Name ist Daniel Gass. Ihre Fragen können Sie über das Chatfenster auf der linken Seite Ihres Bildschirms stellen. Wir werden Ihnen im Anschluss so schnell wie möglich antworten. Ich möchte mir heute mit Ihnen ein Beispiel anschauen für ein Lastsystem. Wir werden relativ einfach beginnen und das immer komplexer aufbauen. Ich beginne mit einem relativ einfachen Teil oder sehr einfachen Teil des Modells, einem einzelnen Raum, eine Art Hörsaal. Die Lasten sind hier bereits definiert. Ich möchte mir ausschließlich die Kombination der Lasten, nicht die Lasteingabe selbst anschauen. Sie sehen hier bereits, ich habe einige Lastfälle definiert. Das Beispiel wird wirklich sehr komplex zum Schluss. Es ist mir bewusst, in der Art, wie wir es heute aufbauen, wird das in der Praxis nicht unbedingt vorkommen, zumindest nicht in der Kombination, aber alle einzelnen Elemente werden Sie in der Praxis antreffen. Der erste Lastfall ist das Eigengewicht. Ich habe hier einen Eigengewichtslastfall verwendet. Damit ist eben das Eigengewicht aller Bauteile bereits definiert. Ich lege eine ständige Lastgruppe an, nenne die auch ständig und wähle in Anführungsstrichen gewöhnliche ständige Lasten, um die Lastfaktoren festzulegen. Diese könnte ich aber auch von Hand anpassen. Ich ziehe das Eigengewicht einfach in diese Gruppe rein. Damit ist das als ständige Last festgelegt. Die Auflast ist definiert als Flächenlast auf die einzelnen Geschossdecken oder horizontalen Flächen. Auch diese kann ich in die gleiche ständige Lastgruppe reinziehen. Als Vorgabe wirken alle Lastfälle in den einzelnen Kombinationen. Das heißt, Eigengewicht und Auflast werden jetzt bereits kombiniert. Was hier allerdings gilt, ist, dass Eigengewicht und Auflast immer mit demselben Lastfaktor versehen werden. Das heißt, wir berücksichtigen günstig wirkendes Eigengewicht und Auflast oder ungünstig wirkendes Eigengewicht und Auflast. Wir berücksichtigen aber nicht ein ungünstig wirkendes Eigengewicht und günstig wirkende Auflast. In dem Fall wäre das wahrscheinlich auch nicht nötig. In anderen Fällen, beispielsweise wenn wir einen Erd- oder ständigen Wasserdruck berücksichtigen, könnte das aber der Fall sein. Dann würde ich einfach eine zweite ständige Lastgruppe erstellen und den zweiten Lastfall hier reinziehen. Damit berücksichtige ich Eigengewicht und Auflast unabhängig voneinander als günstig oder ungünstig. Wie gesagt, in dem Fall soll das aber nicht nötig sein.
Die nächsten Lastfälle, die ich mir anschauen möchte, sind die Nutzlast. Ich habe hier die Nutzlast in drei einzelnen Lastfällen definiert. Einmal für den eigentlichen Vortragsraum und für die Ränge in zwei Lastfällen mit schachbrettartiger Anordnung. Ich möchte jede Kombination dieser drei Lastfälle berücksichtigen. Ich verwende dazu eine veränderliche Lastgruppe. Das ist eine Nutzlast Kategorie C für Versammlungsräume und das kann ich auch direkt so auswählen und eben die Lastfaktoren automatisch einstellen. Ich ziehe diese Lastfälle hier rein und stelle sicher, dass gleichzeitig wirkende Lastfälle ausgewählt ist. Damit berücksichtige ich automatisch jede Kombination aus diesen drei Lastfällen. Das heißt, nur Nutzlast 1, nur Nutzlast 2, nur Nutzlast 3, Nutzlast 1 und 2 und so weiter. Ich schalte ganz kurz noch die Straßenverkehrslast aus für die Kombinationen. Hier wird mir noch gemeldet, der Lastfall wird nicht kombiniert, damit wir uns die Lastkombinationen anschauen können, wie wir sie bisher erstellt haben. Ich werde später noch etwas genauer auf diese Lastgruppenkombinationen eingehen. Wenn ich die Tabellen aufrufe, kann ich mir unter den berechneten maßgebenden Kombinationen die Kombinationen aus den einzelnen Lastfällen anzeigen lassen. Insgesamt werden soweit mal 72 Lastkombinationen erstellt. 16 davon sind Tragfähigkeitskombinationen. Hier finden wir 8 Kombinationen mit günstig wirkenden ständigen Lasten, 8 Kombinationen mit ungünstig wirkenden ständigen Lasten, ohne Nutzlast, nur Nutzlast 1, nur Nutzlast 2, Nutzlast 1 und 2, nur Nutzlast 3, und so weiter in jeder Kombination, so wie wir das haben wollen. Die zweite Tabelle berechnete maßgebende Kombinationen aus Lastgruppen zeigt eine verkürzte Darstellung. Hier erhalten wir nur in Anführungszeichen vier Lastkombi oder vier Zeilen, die allerdings jeweils mehrere Kombinationen beinhalten. Wir erhalten eben ungünstig wirkende ständige Lasten und jede Kombination der Lastfälle aus der Gruppe Nutzlast Kategorie C. Diese Darstellung ist wesentlich einfacher lesbar, wenn Sie eine sehr große Anzahl Kombinationen erhalten. Gut. Dann, bevor ich es wieder vergesse, schalte ich die Straßenverkehrslast nochmal ein und wir definieren natürlich hier keine
Straßenverkehrslast, sondern ich erweitere das Modell mit einer Brücke über diesen Hörsaal. Inwiefern das schallschutztechnisch sinnvoll ist, steht auf einem komplett anderen, an einem komplett anderen Ort. Die Straßenverkehrslast selbst ist als bewegliche Last definiert mit insgesamt 25 Laststellungen über die ganze, über das ganze Modell. Es gibt hier einen zweiten beweglichen Lastfall, bei dem die größere Achslast eben auf der anderen Fahrspur steht. Die Flächenlasten, die zusätzlichen Flächenlasten, habe ich als in Anführungsstrichen gewöhnliche Bereichslast definiert. Unbewegte Lasten in beweglichen Laststellungen werden automatisch in oder unbewegliche Lasten in beweglichen Lastfällen werden automatisch in allen Laststellungen gleich angesetzt. Da muss ich also nichts machen. Bewegliche Lasten existieren immer in einer beweglichen Lastgruppe. Ich kann die hier nicht rausschieben. Da wird sich nichts verändern. In der Regel macht es auch Sinn, bewegliche Lastgruppen als mit sich ausschließenden Lastfällen zu definieren, damit eben nur eine Laststellung gleichzeitig angesetzt wird. Ich könnte aber auch alle Laststellungen gleichzeitig berücksichtigen, beziehungsweise auch hier wieder jede Kombination von den einzelnen Laststellungen, was in dem Fall wirklich keinen Sinn macht. Gut. Dann haben wir natürlich zusätzlich eine Auflast für den Belag auf dieser Straße. Und die kann ich in die gleiche ständige Lastgruppe reinziehen, die ich bereits habe. So, ich ordne hier die Lastgruppen noch etwas bequemer an und kann eben jetzt ein bisschen einfacher meine Lasten rumschieben. Als nächstes habe ich eine Temperaturlast definiert. Im Sommer am Tag und in der Nacht und im Winter am Tag und in der Nacht. Die Norm bezeichnet das nicht so mit Sommer, Winter, Tag und Nacht. Für mich ist es aber einfacher. Sommer heißt globale Erwärmung. Winter heißt globale Abkühlung, Tag heißt oben warm, unten kalt, Nacht wäre umgekehrt, unten warm, oben kalt. Auch hier erstelle ich mir wieder eine veränderliche Lastgruppe, nenne die Temperatur. Und wähle die entsprechende Vordefinition von Lastfaktoren an. Ich selbst habe mir etwas angewöhnt, die Lastgruppen immer mit Großbuchstaben zu beschriften,
einfach damit ich's einfacher unterscheiden kann von den Lastfällen. Die Lastfälle selbst bezeichne ich, wenn möglich, immer ohne Leerschlag, wenn möglich heißt, wenn ich es nicht vergesse. Ich verwende auch keine Klammern in den Lastfallnamen, obwohl das grundsätzlich möglich wäre. Der Grund dafür ist relativ einfach. Wenn ich mir nochmal die Lastkombinationen anschaue, jetzt sind es schon einige mehr. Hier werden Klammern, Multiplikationssterne, Plus und so weiter verwendet, um eben die Kombinationen selbst darzustellen. Wenn ich diese Zeichen auch noch in den Lastfallnamen drin habe, dann kann es etwas verwirrend werden. Was ist hier die Kombination und wie heißt jetzt der Lastfall genau? Dann habe ich noch eine Schneelast definiert. Sie werden gleich sehen, warum nicht über die ganze Länge. Auch die Schneelast kann ich in einer weiteren veränderlichen Lastgruppe definieren. Bei den Schneelasten, die Schneelasten unterscheiden sich allerdings von allen anderen Lasten mit vordefinierten Faktoren, insofern, dass ich hier noch die Meereshöhe eingeben muss, um eben die Reduktionsbeiwerte korrekt zu berechnen. Für die Anprall-Lasten habe ich mir einfach mal beispielhaft 5 Stützen ausgesucht. In einem wirklichen Projekt würde ich das natürlich entweder für alle Stützen machen oder ich würde mir genau überlegen, welche Stütze vermutlich maßgebend wird. Es muss nicht unbedingt die längste Stütze sein, wenn die Stützen unterschiedliche Normalkräfte besitzen. Für die Anprall-Lasten verwende ich eine außergewöhnliche Lastgruppe. Hier kann ich keine Lastfaktoren oder Eigenschaften festlegen. Die außergewöhnlichen Lastgruppen berücksichtigen immer einen einzelnen außergewöhnlichen Lastfall kombiniert mit den ständigen und quasi ständigen Anteilen, dem Faktor Psi 2, der veränderlichen Lasten. Die außergewöhnliche Last wird mit dem Faktor 1,0 berücksichtigt. Gut. Dann habe ich noch eine spezielle Last definiert. Ich habe hier einfach mal eine Serie von Einzellasten gewählt. Das könnte irgendetwas sein. Wenn ich diese Last eben nicht mit den anderen Lasten automatisch kombinieren möchte, kann ich sie in den unabhängigen Lastfällen stehen lassen. Ich kann diese Last immer noch in den manuell definierten Lastkombinationen ansprechen und kann hier, sobald sie auftaucht,
ihr auch einen entsprechenden Lastfaktor zuweisen. Die Reihenfolge der Lastfälle, wie sie in dieser Tabelle aufgelistet werden, entspricht der Reihenfolge der Lastfälle im Definitionsdialog. Das heißt, ich kann das hier auch beeinflussen, wenn ich das denn möchte. Dann haben wir noch eine Windlast. Auch da funktioniert das wieder wie bei den übrigen Lasten. Ich verwende wieder eine veränderliche Lastgruppe, ziehe meine Lastfälle rein und diesmal wähle ich sich ausschließende Lastfälle. Ich möchte die Windlast immer nur aus einer Windrichtung gleichzeitig berücksichtigen. Damit die Windlast aber wirklich spannend wird, zeige ich Ihnen das ganze Modell. Ich habe hier noch ein Gebäude darum herum definiert. Und wenn ich die Lastebenen einblende, sieht man auch, was ich hier eingegeben habe. Die Windlasten selbst habe ich als in Anführungsstrichen gewöhnliche Bereichslasten definiert. Ich hätte hier auch den Schnee- und Windlastgenerator verwenden können, um die Windlasten anhand der Tabellen aus der Norm zu definieren. Allerdings werde ich für dieses Gebäude vermutlich eher keine Tabelle finden, die mir Winddruckbeiwerte angibt. In solchen Fällen besteht auch die Möglichkeit, eine strömungsdynamische Berechnung durchzuführen und die Windlasten eben im detailliert an allen Flächen zu berechnen. Gut. Dann haben wir noch die übrigen Lasten in diesem Gebäude. Einmal die Auflast. Auch hier kann ich wieder die gleiche ständige Lastgruppe verwenden. Wenn ich mehrere Lastgruppen verwenden möchte, um das, ich sag mal, ein bisschen besser zu gliedern, um etwas einfacher die Übersicht zu behalten, dann kann ich das zwar machen, ich muss mir aber bewusst sein, ich erhöhe damit die Anzahl Lastkombinationen, die erzeugt werden. Auch hier gibt es wieder drei Nutzlasten in unterschiedlichen Kategorien. Einmal die Nutzlast in diesem Außenbereich. Ich habe hier angenommen, das könnte eine Parkfläche sein, wobei die Einfahrt mit diesen schrägen Stützen doch etwas heikel werden könnte, aber lassen wir das mal beiseite. Ich habe die Nutzlast auf die gewöhnlichen Büroflächen und auf ein nicht begehbares Dach. Damit ich hier unterschiedliche Lastfaktoren oder unterschiedliche Reduktionsfaktoren, die Psi 0 bis Psi 2 festlegen kann, brauche ich natürlich einzelne Lastgruppen. So. Nutzlast
Kategorie B. Und Nutzlast Kategorie H. Und ich versorge die einzelnen Lastfälle in den entsprechenden Lastgruppen. Ob ich hier gleichzeitig wirkende oder sich ausschließende Lastfälle wähle, macht keinen Unterschied. Wir haben nur einen Lastfall. Da kommt's wirklich auf das Gleiche raus. Wir haben jetzt grundsätzlich ein vollständiges Lastsystem, das sich aber vielleicht noch nicht so ganz so verhält, wie wir das gerne hätten. Insbesondere was hier passiert, ist, dass die Nutzlast Kategorie C, das war die Nutzlast in unserem Hörsaal und auf den Büroflächen, Nutzlast Kategorie B, unabhängig voneinander zur Leiteinwirkung wird, die andere Last wird jeweils Begleiteinwirkung. Bei den einzelnen Nutzlastfällen innerhalb vom Hörsaal ist das nicht der Fall, weil sie in der gleichen Lastgruppe abgelegt sind, werden sie gleichzeitig als Leiteinwirkung berücksichtigt. So. Um dieses Verhalten zu ändern, kann ich die Lastgruppenkombinationen festlegen und kann hier die Nutzlastkategorie C als gleichzeitig wirkend mit der Nutzlastkategorie B festlegen. Damit wirken diese beiden Lastgruppen oder die Lastfälle in diesen beiden Lastgruppen jeweils gleichzeitig und sie erhalten eben auch gleichzeitig den gleichen Faktor. Sie werden gemeinsam zur Leit- bzw. gemeinsam zur Begleiteinwirkung. Das Gleiche könnte ich beispielsweise mit den Nutzlasten Kategorie G und H machen. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, steht wieder woanders. Ich wähle jetzt gleichzeitig Gruppe 2. Und habe damit zwei Gruppen von Lastgruppen festgelegt, die eben als eine einzelne Einwirkung behandelt werden. Wir haben noch eine zweite Sache in diesem Lastsystem drin, die vielleicht nicht ganz logisch ist. Und zwar wird die Schneelast mit allen Temperaturlastfällen kombiniert. Möglicherweise ist es nicht unbedingt nötig, die Schneelast mit den Sommertemperaturen zu kombinieren. Ich kann hier eine zweite Lastgruppe erstellen für die Temperaturlast und Sommer- und Wintertemperaturen voneinander trennen. Jetzt muss ich aber wirklich daran denken, die Lastgruppenkombinationen festzulegen. In dem Fall werden eben die Temperaturen im Sommer
und im Winter miteinander kombiniert, was gar keinen Sinn mehr macht. Was ich jetzt tue, ich schließe einmal die Temperaturen im Sommer aus. Damit können ausschließlich die Temperaturen im Winter und die Schneelast wirken. Ich erstelle eine zweite Zeile oder eine zweite Lastgruppenkombination und hier mache ich genau das Umgekehrte. Ich schließe die Temperaturen im Winter und die Schneelast aus, lasse aber die Temperaturen im Sommer aktiv. Damit wird eben die Schneelast nur mit den Temperaturen im Winter kombiniert. Eine solche Definition ist in den allermeisten Fällen nicht nötig. Bei einem noch komplexeren Lastsystem, wie wir es heute aufgebaut haben, kann das aber unter Umständen sinnvoll sein, um die Anzahl Lastkombinationen, die automatisch erzeugt werden, zu reduzieren. Ich kann auch meinen Speziallastfall, die Serie von Punktlasten auf der Straße, in eine Lastgruppe verschieben. Was ich hier wähle, spielt gar keine Rolle. Ich definiere die Reduktionsbeiwerte von Hand, weil ich eben irgendetwas Spezielles haben möchte und kann auch wieder in den Lastgruppenkombinationen das Ganze separat behandeln. Ich schließe aus meinen beiden gewöhnlichen Lastgruppenkombinationen diese Speziallast aus. Lege eine weitere Kombination an und definiere diese Speziallast zwingend als Leiteinwirkung. Das heißt, diese dritte Zeile wird ausschließlich Lastkombinationen erzeugen, bei denen die Speziallast als Leiteinwirkung berücksichtigt ist. Wenn ich mehrere Lasten als leitend definiere in unterschiedlichen Gruppen, das heißt mit einem anderen Index, dann kann die Speziallast oder die Windlast zur Leiteinwirkung werden. Wenn wir uns noch einmal die berechneten Lastkombinationen ansehen, dann möchte ich hier das Ganze nicht mehr aus Lastfällen anzeigen lassen. Das wird wirklich einen Moment dauern. Ich habe das im Vorfeld schon mal gemacht. Wir erzeugen mit diesem Lastsystem, wenn ich es genau so gemacht habe, wie ich das wollte, ich glaube ja, dann erzeugen wir etwa 500.000 Lastkombinationen, was 5, 6 Minuten dauert, um sie zu erzeugen. Was allerdings sehr viel schneller geht, ist die Ergebnisse dafür zu erzeugen. Das, was lange dauert, ist ausschließlich das Erzeugen der Tabelle, weil dabei jede einzelne Kombination erstellt werden muss.
wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, obwohl ich hier die Meldung bekomme, das Modell hätte geändert. Wir erhalten trotzdem Ergebnisse. Das, was nochmal gemacht werden muss, ist ausschließlich die Kombination der Ergebnisse, und hier werden für den maßgebenden Grenzwert eben nicht einzelne Lasten kombiniert und die Berechnung neu durchgeführt. Es werden lediglich die Ergebnisse kombiniert, und das heißt, für jeden einzelnen Lastfall kann geprüft werden, ob er zum maximalen oder minimalen Ergebnis beiträgt und damit, ob er in die maßgebende Kombination mit reinkommt oder nicht. Gut. Wie gewohnt können Sie sich auch dieses Webinar wieder auf unserem YouTube-Kanal ansehen, wo wir uns immer über Ihre Bewertung und/oder Kommentare freuen. Sie dürfen unseren Kanal auch gerne abonnieren und sich benachrichtigen lassen, wenn neue Videos erscheinen. Das nächste Webinar findet am Freitag, dem 31. Juli statt. Da werden wir uns anschauen, wie wir Modelle vereinfachen und damit die Berechnung beschleunigen können. Vorher werden wir aber am 8. Juni noch ein... Am 8. Juni? Das ist wahrscheinlich das falsche Datum. Ich schätze mal am 28. Juni. Es ist immer Ende Monat, wie Sie sich's gewohnt sind. Jawohl, am 28. Juni werden wir noch einen Inktipp live senden mit den Möglichkeiten zur Anpassung von Elementeigenschaften. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.